Der heutige Lehramtsstudent in die Linke ein. Nun mit 19 Jahren ist der Magdeburger Mitglied im Bündnis Sarah Wagenknecht. Aus Überzeugung. Wir brauchen wieder eine Partei, die klar soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt hat. Und darum muss ich jetzt die Partei wechseln. Auch weil die Linke Wagenknecht und viele andere auch nicht mehr wollte. Man war ja auch nicht mehr gewollt in der Partei. Zeit für die Uni ist gerade knapp. Ziel auf dem Gründungsparteitag am Wochenende ist, eine Kandidatenliste für die Europawahlen aufzustellen. Dafür braucht es Personal, ebenso für die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wir waren in den letzten Monaten nicht ganz untätig. Wir haben unsere Leute, wir haben Strukturen in einigen Kreisen schon besser, in anderen noch weniger. Da haben wir Leute, ehemalige Landtagsabgeordnete, ehemalige Bundestagsabgeordnete, viele erfahrene Kommunalpolitiker, die ganz viel Erfahrung im Bereich haben, vor Ort Ahnung haben von den Dingen. Und so bauen wir gerade langsam den Landesverband auf. Eine dieser Abgeordneten ist Bianca Görke. Sie saß bis Oktober 23 als Linke im Stadtrat von Staßfurt und im Kreistag vom Salzlandkreis und sitzt da immer noch, aktuell parteilos. Die Kommunalpolitikerin, die auch im Theaterverein aktiv ist, will trotz Parteiwechsel an ihren politischen Zielen festhalten. Vernunft ist dabei eines der BSW-Schlagwörter, die hier bis ins kleinste Kommunale reichen. Wünsche sind Tatsache, dass man wieder innovativ, dass es auch Möglichkeiten gibt, kleine Busse einzusetzen. Ich finde es unglaublich, oben ist eine Straße gesperrt für große Busse, also fährt da überhaupt kein Bus mehr, da wohnen fast nur alte Menschen, also kann ich doch einen kleinen Bus nehmen oder so. Das meine ich mit Vernunft. Vernunft lässt sich runterbrechen in jedes Parlament, insbesondere im Kommunalparlament, dass man dann eben ein Stück kleiner denkt, damit die Leute, die hier wohnen, wir sind nun mal nicht großstädtisch, wir sind keine urbane Gegend hier, damit die sich wohlfühlen. Görke ist in Staßfurt bekannt. Dem neuen BSW stehen etliche aufgeschlossen gegenüber. Ich habe keine Ahnung von Politik, aber ich denke mal, mehr versauen wie die da oben können, das kann sie ja auch nicht, oder? Eigentlich ganz gut, ja, dass es mal die Vielfalt gibt, ja. Dass man sich auch mal anders entscheiden kann. Es gibt wahrscheinlich Sachen, die dafür gut sind, aber auch welche, die nicht. Also mich nicht ansprechen sozusagen. Dazu kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen. Weil dazu reicht es glaube ich nicht aus, mein Wissen jetzt so. Ich kann bloß sagen, dass ich allgemein dafür bin, dass Böse halt abgeschoben werden. Die Guten, die sich integrieren, arbeiten gehen, die können von mir aus bleiben. Aber die Leute, die bloß herkommen, Scheiße bauen, ab. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kann auch für Protestwähler eine Alternative sein, heißt es. Görke, die sonst hier im Sozialausschuss von Staßfurt sitzt, erklärt, wie sich das BSW vor Unterwanderung von rechts schützen will. Dass man wirklich schaut, insofern es möglich ist. Also insofern es möglich ist, schaut, passt er zu uns, passt er programmatisch zu uns, gibt es vielleicht da schon etwas, womit er aufgefallen ist mit irgendwelchen Verbalattacken, mit irgendwelcher Rechte oder gewaltverherrlichende Hetze oder so. Für die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt, deren Fraktion Görke zwischen 2014 und 2016 angehörte, bedeutet der BSW zwar auch Mitgliederschwund, aber auch 100 Neueintritte. Letztendlich sieht man inhaltlich aber keinen Korrekturbedarf. Wo wir auf keinen Fall nachjustieren, ist die Welle des Populismus mitzureiten. Das ist ja auch das, was BSW gerade stark macht. Es ist einmal diese One-Woman-Show, eine Frau, die im Mittelpunkt steht, nicht ohne Grund hat die Partei auch ihren Namen, wo ich mich frage, was passiert eigentlich, wenn diese Frau nicht mehr da ist, also nicht mehr ganz vorne in der ersten Reihe steht. Und sie kann nicht für jeden Stadtrat oder Kreistag kandidieren. Mit über 1 Million Euro an Spenden will das BSW jetzt erst einmal Kurs auf die nächsten Wahlen nehmen. In Sachsen-Anhalt wird am 9. Juni für das Europaparlament und die Kommunalparlamente gewählt. Für das BSW stehen hier aktuell gut 20 Leute zur Verfügung. Also mein Anspruch ist es wirklich, in Staßfurt in Fraktionsstärke in den Stadtrat einzuziehen. Ob John Lukas Dietrichs Name in 2 Jahren auf der Landtagsliste stehen wird, ist noch unklar. Aber als eines der ersten 44 urkundlich bestätigten Gründungsmitglieder des BSW wird er definitiv eine gewichtige Rolle spielen.